Zusehern bedanken, die mich bis jetzt begleiten, die seitdem ich hier Videos mache auf YouTube und auch jetzt die neuen Zuseher, die dazugekommen sind, recht herzlichen Dank, ja, und freut mich total und Dankeschön. Heute geht es um den dritten Tabak aus der Serie Clans of Scotland von HU, unserem lieben Hans Wiedemann, kreiert und angefertigt von DTM. Und zwar möchte ich euch heute den Buckstown vorstellen, oder Buckstown, Buckstown, vielleicht ein bisschen härter ausgesprochen. Und ich möchte den jetzt zusammen mit euch öffnen und dann meine ersten Eindrücke euch schildern. Jetzt trinke ich aber erst einmal einen Schluck Tee, sonst hätte ich mir den ganz umsonst eingegossen. Also heiß. Leckerer Holunderblütentee mit Waldmeistergeschmack. Also wie ich den gesehen habe, habe ich den haben müssen und der ist wahnsinnig lecker. Gefällt mir total gut. Aber jetzt zum Tabak. Das Lieblingsgeräusch eines jeden Pfeifenrauchers, vermute ich jetzt einmal. Jetzt bin ich schon gespannt. Okay, diese ganzen Tabakreste, die guten, wertvollen Tabakreste, die an dem Papier kleben, weg. Okay. Der ist wieder etwas dunkler, ja, der sieht so aus, der sieht so ähnlich aus wie der, naja, ich habe jetzt keinen direkten Vergleich, wie der Kochmund, aber na gut, der hat ja mehr Ready-Rub-Anteile drin. Aber sehr dunkel. Ja, also der ist mit English Cavendish. English Cavendish, habe ich mir sagen lassen, bedeutet wie so viel wie unaromatisierten Tabak mit Virginia, also Ready Rub Virginias und ja, natürlich Latakia. Ist jetzt Latakia ist präsent und das ist aber auch eine dunkle fruchtige Note, also dunkel. Ja, das hat auch was und leicht süßes auch vom Geruch. Würzig riecht er. Leichte Rauchigkeit, süß, dunkle Fruchtnote, beerig, ja. Süßlich. Anders als wie der Living Heart. Der war so richtig, so spritzig hat der gerochen auch. Ja, sehr hell, sage ich mal. Der ist so vom Geruch her ein bisschen dunkel gehalten, wenn ich das mal so vom Ton her, vom Geruchston sagen will, darf. Ja, aber auch wunderbar. Ah,
freue mich schon, den zu stopfen. Stopfen wir mal am Pfeifball und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt zurück, lassen wir an das Pfeifball. Es ist ein Beerenaroma zu schmecken. Der Kier ist ja auch präsent, aber nicht aufdringlich und stark. Fruchtnote im Geruch, süßlich. Sehr weich der Tabak im Mund, vom Mundgefühl. Der ist würzig. Fällt mir gut. Die Beere ist jetzt nicht so präsent wie beim Living Heart, die Johannisbeere, aber sie ist präsent. Ja, ist gut, gefällt mir. Schöne fruchtige Traumnote. Von den Kandidaten, der dritte jetzt, ist der am würzigsten. Würzigsten, gibt es das überhaupt? Ich sage jetzt einmal ja. Also das ist jetzt ein Kornkopf und dann nehme ich jetzt einfach mal den 6mm Filter raus. Ich mag jetzt wissen, wie das ohne den. Ja, das, ja, der ist schon okay, der ist jetzt nicht sehr feucht. Ganz normal. Okay, jetzt habe ich natürlich keinen Zugwiderstand mehr. Ist noch stärker da jetzt, aber trotzdem dezent. Ja, die ist sehr würzig, also im Mundraum, aber weich da auch. Weichig, würzig, weichig, weich, würzig. Ist das jetzt in der Kornkopf, also von dem Latakia, der ist jetzt, ja, der ist da, aber jetzt nicht so wie bei den anderen zwei, wie beim Kochmann und beim Living Heart.
begleitet das Ganze nur, habe ich das Gefühl. Kommt der Latakia wahrscheinlich. Ich weiß nicht, von wo das sonst herkommen soll, dieses Kribbeln, dieses Würzige. Ja, ätherisch, weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt noch am Anfang. Ja, viel habe ich noch nicht geraucht. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Also allein, also lässt sich sehr kühl rauchen. Also Kornkorb wird überhaupt nicht warm. Lauwarm, sage ich mal, lässt sich sehr kühl rauchen. Durch die Rapt-Stückchen vermute ich jetzt natürlich. Und Latakia allgemein. Aber, also, ich weiß nicht, aber ich glaube, da so viel Latakia ist jetzt nicht drin. Allein schon beim Ziehen merkt man schon, dass Süße von der Aromatisierung, wie die in den Mund kommt. Süß, würzig. Ha, kribbelt in der Nase. Der hat auch was, der Tabak. Ist auf seine Art auch nicht schlecht. Er holt mir aber nicht so ab wie der Living Hard, muss ich sagen. Also der hat mich richtig gut abgeholt. Aber ich glaube, das will der gar nicht, der Tabak. Na, das will der nicht. Also, bevor das Video jetzt noch länger dauert, ich mache jetzt einmal ein Päuschen mit dem Video, rauche jetzt weiter und dann erzähle ich noch, wie sich der Tabak entwickelt hat. Das wird das Beste sein. Also dann, bis gleich. Ich habe jetzt gut die Hälfte. Brennt kühl, weiterhin kühl und langsamer. Also wie zum Beispiel der Kochmund. Ist nicht mehr so präsent vom Aroma her, was ich vorher geschmeckt habe auf die Lippen. Aber schmeckt sehr angenehm. Latakia kommt ein bisschen besser durch, aber auch noch in geringer Dosis. Der ist sehr würzig. Ich habe nachgeschaut, bin ehrlich, es wird Waldkräuter angegeben. Ja, kann ich jetzt nicht definieren, Waldkräuter. Vielleicht nehme ich das als würzig wahr. Auch kein schlechter Tabak aus der Serie Clans of Scotland. Also wer einen Tabak möchte, der eine fruchtige Aromatisierung halt hat, möchte, der würzig ist, der ja jetzt nicht überbordend ist, was Latakia angeht. Ein weiches Mundgefühl durch den English Cavendish, vermute ich mal. Ab
Und so habe ich sogar das Gefühl, der Latakia konditärisch. Wie gesagt, das ist meine allererste Pfeife mit dem Tabak. Ja, wer sowas haben möchte, ist da gut bedient. Von den dreien möchte ich jetzt behaupten, muss man sich bei dem schon fast am meisten konzentrieren. Aber den könnte ich jetzt auch Anfänger oder Anfänger, ist immer so ein bisschen blöd ausgedrückt, die jetzt nicht so viel Erfahrung mit Latakia haben, könnte ich den durchaus empfehlen, auch die anderen. Aber der ist, für mich hat der am wenigsten drin, was Latakia angeht. Das Aroma merke ich jetzt nicht mehr. Jetzt kommt, wie gesagt, kommt wieder mehr der Tabak durch, aber auch sehr gut. Latakia kommt mehr durch. Er ist sehr würzig, also wirklich. Der Mundraum, der prickelt. Im vorderen Bereich, der Mundraum, Zunge. Eigentlich schlecht gemacht. Ich glaube, ich muss öfter rauchen. Bei den anderen zwei, beim Kochmann und beim Livinghard, hat sich das bei mir relativ schnell eingestellt. Das konnte ich ja relativ schnell einschätzen. Bei dem Buxton, ich muss jetzt gerade lohnen. Aber gut, der ist nicht stark. Höchstens mittelstark, eigentlich eher leicht bis gegen Richtung mittelstark. Und ja, hat auch was, er ist nicht schlecht. Naja, gut, das waren jetzt meine ersten Eindrücke zu dem Buxton. Buxton ohne W. Den müssten wir in einem größeren Kopf rauchen, bin ich mir sicher, weil jetzt nimmt der Latakia von der Würze, von der ätherischen Seite her Fahrt auf. Da bin ich eigentlich jetzt schon fast im unteren Drittel. Eher ein bisschen einen größeren Pfeifenkopf als wie der Kornkopf, dann muss ich meine Manga. Ich habe ja noch nicht ganz so viele Pfeifen, die auf Latakia getrimmt sind, sozusagen abgestellt sind. Und für große Köpfe habe ich halt vom Manga. Das ist eine mittelgroß bis groß sogar. Ja. Und in der werde ich den jetzt mal die Tage rauchen. Darüber kommt, interessiert mich. Na gut, wie gesagt, ist kein schlechter Tabak. Der Buxton und holt's euch, probiert's. Schlecht ist er nicht. Gut, das war's dann wieder. Habe die Ehre, für euch. Servus, ciao.